Wir werden das Virus besiegen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier meldete sich gestern entschieden zu Wort. Wie die Welt nach dem Coronavirus aussehen wird, könne aber niemand wissen. Was die Bürger zumindest unmittelbar erwartet, ist heute Thema bei uns. Und damit hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Dienstag. Zunächst zum aktuellen Stand von heute Mittag. In Cottbus sind immer noch 16 Menschen infiziert. 120 sind in häuslicher Quarantäne. Ziel Nummer 1 der Regierung ist weiterhin, die Ausbreitung des Coronavirus deutlich zu verlangsamen. Die Schließung von Kitas und Schulen soll dazu beitragen. In Brandenburg soll das ab morgen passieren. Nur noch in Ausnahmefällen stehe eine Notbetreuung bereit. Das Bildungssystem legt parallel eine Pause ein. Ein leerer Klassenraum. Ruhe auf dem Pausenhof. So sieht es ab morgen in den Brandenburger Schulen aus. Deutschlandweit werden die Schüler vorzeitig in die Ferien geschickt. Martina Teunert leitet die Erich-Kästner-Grundschule in Cottbus. Für die nächsten Wochen hat sie für den Lehrplan eine Lösung gefunden. Gestern und heute haben die Kollegen, Päckchen gepackt. Sie haben also Werkstattarbeit zusammengestellt, fachlichen Arbeit zusammengestellt. Sie haben auf Internetseiten bestimmte, also Kinder-Internetseiten, zum Beispiel die Hamsterkiste, ist sehr gut, damit Kinder auch strukturiert lernen können. Also im Prinzip hat jeder Fachlehrer Arbeit zusammengestellt für die Zeit, wo die Kinder zu Hause lernen müssen. Die Lehrer gehen trotzdem weiterhin in die Schule. Sollten die Eltern neue Lernaufgaben brauchen oder Fragen zu den Übungen haben, können sie sich telefonisch melden. Doch 2 Wochen vor dem geplanten Ferienbeginn geht auch wichtiger Lehrstoff verloren. Wir hatten eine außerordentliche Lehrerkonferenz und haben uns da schon Strukturen überlegt. Das werden wir weiter diskutieren, damit wir wissen, wie es weitergeht, wenn es dann nach den Osterferien weitergehen sollte. Sodass also ein Plan vorliegt, wie gehen wir damit um, was ist wiederholt worden, wie können wir den Stoff anders aufbereiten, als wenn er in dem normalen Rhythmus vermittelt wurde. Ansonsten gilt ab morgen die Notbetreuung. Ziel ist es, mit der Betreuungsquote deutlich unter 10% zu kommen. Das entspricht etwa 500 bis 750 Kindern. Die Plätze sind vorrangig für alle Eltern reserviert, die in versorgungsrelevanten Berufen arbeiten. Die Kinder von den dazu zählenden Eltern werden dann in ihrer herkömmlichen Kita betreut. Wir gehen davon aus, dass alle Einrichtungen besetzt sind, dass die Kinder also sozusagen in ihr gewohntes Umfeld kommen und dass dadurch auch die Gruppen der zu Betreuenden relativ klein bleiben. Wir wollen also nicht 1, 2 oder 3 Notkitas aufmachen, wo letzten Endes wieder alle Kinder konzentriert sind und genau der Effekt dann nicht eintritt, nämlich dass die Kinder geschützt sind, indem sie Abstand voneinander haben, in verschiedenen Räumen spielen können, was auch immer im Einzelnen dann in der Betreuung machbar ist. Für die Notbetreuung muss allerdings ein Formular ausgefüllt werden. Das kann aber nur der Arbeitgeber machen. Nur die Arbeitgeber bewerten das. Nur die Arbeitgeber analysieren, welche Mitarbeiter für ihr Unternehmen in dieser kritischen Infrastruktur unabkömmlich sind. Und auch nur diese Personen haben dann Anspruch auf die Kita-Notbetreuung. Das ist ganz wichtig. Da muss jetzt also nicht jeder einzelne Mitarbeiter losziehen und sich das Formular besorgen. Wir können auch nur davor warnen, irgendwo aus dem Netz Formulare zu ziehen, aus anderen Landkreisen, die teilweise da eingestellt sind. Das bringt alles nichts. Lediglich der Arbeitgeber ist dort aufgerufen und in der Pflicht, seine Leute anhand dieses Formulars auszuwählen, das dann dem Verwaltungsstab zur Verfügung zu stellen. Und der Stab entscheidet dann letztgültig, welche Mitarbeiter da wirklich in Frage kommen. Bei Fragen zu einem möglichen Betreuungsplatz kann außerdem eine Anfrage an kritis@feuerwehr.cottbus.de gestellt werden. Die aktuelle Corona-Lage wirkt sich aber auch auf das Studienleben aus. Auch an der BTU Cottbus-Senftenberg werden Maßnahmen durchgeführt, um die Mitarbeiter und Studierenden zu schützen. Wir haben ganz früh angefangen, unsere Veranstaltung abzusagen, damit wir möglichst wenig Publikumsverkehr haben. Unsere Mitarbeitenden können ins Homeoffice gehen. Wir haben keine Sprechzeiten mehr, an denen Personen
real auftauchen, sondern über Telefon und E-Mail sind wir ständig erreichbar. Wir haben Hygienemaßnahmen, die wir ergriffen haben, also verstärkte Reinigungszyklen, Desinfektionsmittel, die überall aufgehängt wurden. Wir haben ein Hausverbot für Mitarbeitenden und Beschäftigte und Studierende und Gäste, die aus den Risikogebieten kommen, die vom Robert-Koch-Institut ja auch so immer aktuell gehalten werden. Das setzen wir ganz konsequent um. Die Maßnahmen wirken sich auch auf die Prüfungen aus. Die Studierenden können selbst entscheiden, ob sie antreten. Wir haben uns in Brandenburg mit allen Hochschulen dazu verständigt, dass wir Prüfungen für diejenigen anbieten, die jetzt fertig werden müssen aus verschiedensten Gründen, weil Master ansteht, weil der Arbeitsvertrag schon unterschrieben ist, weil die zurück in ihre Heimatländer gehen. Für die werden wir eine Prüfung anbieten. Für alle anderen ist die Prüfung freiwillig. Sie können kommen oder auch in späteren Prüfungsterminen wahrnehmen. Das Nichterscheinen zur Prüfung gilt als Rücktritt. Man ist automatisch von der Prüfung abgemeldet, sie wird nicht als Fehlversuch gewertet. Der Beginn des neuen Semesters wurde bereits nach hinten verschoben. Neben Kindern und Eltern wird aber auch die deutsche Wirtschaft zunehmend auf die Probe gestellt. Wie die Bundesregierung gestern bekannt gab, werden die meisten Geschäfte in Deutschland geschlossen. Davon nicht betroffen sind unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Tankstellen, Banken, Drogerien und Poststellen. Für sie soll dafür das Sonntagsverkaufsverbot aufgehoben werden. Restaurants dürfen nur noch von 6 bis 18 Uhr öffnen. Verboten werden zudem Gottesdienste und Treffen in Vereinen. Auch der Tourismus in Deutschland soll eingeschränkt werden. Durch die Maßnahmen soll die Ausbreitung des Coronavirus eingedämmt werden. Sie sollen unverzüglich umgesetzt werden. Im Zuge der Epidemie werden immer mehr Corona-Tests angewiesen. Die Labore stoßen aber langsam an ihre Grenzen. Mehr dazu und zu anderen Entwicklungen gibt es im Überblick. Das Labor des Karl-Thien-Klinikums stößt bei den Corona-Tests an seine Grenzen. Aktuell können maximal 150 Patienten pro Tag untersucht werden. Dabei dauert es bis zur Gewissheit bei negativen Ergebnissen 4 bis 5 Stunden und bei positiven Ergebnissen 8 Stunden. Auch Fälle aus Forst werden untersucht. Deshalb unterstützt ein Gemeinschaftslabor aus Sachsendorf ab sofort das CTK. Dort werden vor allem Fälle aus dem Spree-Neiße-Kreis untersucht. An seine Grenzen kommen auch die Telefonnetze der Arbeitsagenturen und der Jobcenter. Die sind aktuell nur eingeschränkt erreichbar. Grund ist das hohe Anrufaufkommen. Deshalb bittet die Agentur für Arbeit nur noch bei wichtigen Notfällen anzurufen. Trotzdem bleibt die Agentur weiter offen, allerdings nur für dringende persönliche Besuche. Wie die Agentur für Arbeit bleiben auch die IHK Cottbus und ihre Regionalcenter zu den bekannten Geschäftszeiten geöffnet. Jedoch soll auch hier der persönliche Kontakt eingeschränkt werden. Deswegen sollen sich Kunden telefonisch oder per Mail melden. Brandenburgs Landesregierung will angesichts der Corona-Epidemie einen Kredit über 500 Millionen Euro aufnehmen. Das Geld soll dabei helfen, die Folgen besser bewältigen zu können. Darauf haben sich SPD, Grüne und CDU geeinigt. Man rechne damit, dass sich noch viele Menschen in Brandenburg infizieren werden. Deshalb wolle man das Rettungspaket in einem zügigen Verfahren auf den Weg bringen. Im April soll zudem über die Möglichkeit zusätzlicher Mittel entschieden werden. Es fällt derzeit schwer, weit in die Zukunft zu schauen. Allzu häufig überschlagen sich zurzeit die Nachrichten rund um das Coronavirus. Wir versuchen es trotzdem. Nachts im Tierpark war in den letzten Jahren ein großer Publikumsmagnet weit über die Grenzen der Lausitz hinaus. Zu Pfingsten soll es wieder soweit sein, sofern es die Situation zulässt. Diese leuchtenden Pinguine haben in Cottbus schon fast so etwas wie Kultstatus. Die drei Kameraden der Pinguinarmee lassen es erahnen, nachts im Tierpark steht wieder vor der Tür. Und diesmal geht die Veranstaltung in die 6. Runde. Jörn Hanitsch ist auch in diesem Jahr wieder für die Lichtinstallation verantwortlich. Die Ideen gehen ihm auch in diesem Jahr nicht aus. Das Projekt Barock und Büffel ist einer der neuen Blickfänger. Diese italienischen Trash-Barock-Leuchten im Hintergrund oder eigentlich vor den Wasserbüffeln dort zu sehen sein werden, die werde ich dort in diesem gesamten Areal aufbauen. Ich habe davon eine größere Stückzahl und die sind insofern ganz besonders, weil sie eben einen ganz, ganz exzessiven Ausdruck haben. Man muss da ran, man muss da fotografieren, sich ranstellen. Die Bilder sind charmant, absurd und genau darum geht es.
Natürlich wird auch die Pinguinarmee wieder da sein. Diesmal bekommen sie sogar eine Musikuntermalung. Die echten Tiere haben sich inzwischen bestimmt schon an die eine helle Nacht im Jahr gewöhnt. Tierparkdirektor Jens Kämmerling geht aber jedes Jahr sicher, dass die Tiere nicht vom Licht gestört werden. Also wir gucken natürlich genau, wenn es irgendwo sensible Bereiche gibt, dann machen wir dort natürlich kein Licht. Aber die allermeisten Tiere haben damit überhaupt kein Problem. Wir haben ja auch Zeit im Laufe des Abends sich daran zu gewöhnen, dass es einfach ein bisschen länger das Licht hell ist und kein Problem für die Tiere. Im Idealfall geht das Event in diesem Jahr schon am Parkplatz Sandower Dreieck los. Da kann man sich dann von einem Shuttle der besonderen Art abholen lassen. Wer also dort parken will, der kann gleich mit der beleuchteten Parkeisenbahn bis zum Tierpark vorfahren. Das ist natürlich schön, weil wir in den Spitzenzeiten dann auch gar nicht genug Parkplätze bei uns haben. Für genug Saft und damit auch Licht sorgen die Stadtwerke Cottbus. Auch in diesem Jahr sind sie wieder als Unterstützer mit dabei. Karten gibt es direkt an der Tierparkkasse, beim Cottbus-Service an der Stadthalle und online unter zoo-cottbus.de. Am 29. und am 30. Mai heißt es ab 19 Uhr dann wieder Chill Out und Lichtkunst. Zum Ende der Sendung schauen wir nochmal aufs Handwerk. Besser gesagt auf dessen Zukunft. Der 20-jährige Niklas Böttcher ist Lehrling des Monats März. Der angehende Anlagenmechaniker wurde offiziell von der Handwerkskammer Cottbus ausgezeichnet. Seine Ausbildung macht er bei einem Heizung- und Sanitärbetrieb in Limberg. Monatlich zeichnet die HWK Lehrlinge für ihre besonderen Leistungen aus. Herzlichen Glückwunsch! Mit etwas Positivem zum Abschluss darf ich mich für heute verabschieden. Auch morgen geht es bei uns um die Entwicklung der Corona-Epidemie. Infos bekommen Sie zwischendurch auch auf unserer Facebook-Seite. Immer fleißig Hände waschen und morgen wieder einschalten. Machen Sie's gut! Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Für Könner und für Freizeitsportler. Ostsee-Sportspiele 2020. Weinverkostung bei Toni. Die aktuellen Termine für die Frühlingsverkostung sind der 20. und 27. März um 18 Uhr. Bitte die Anmeldung nicht vergessen, wenige Restplätze sind noch vorhanden. Erleben Sie ungarischen Charme und ungarische Köstlichkeiten. Kommen Sie in die Weinkiste gegenüber der Sonnenuhr in der Berliner Straße 2. Knobi, Knobi, untergreifst die Tat. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Also ich kann es nur weiterempfehlen, es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung unter 07528 20 6000. Knobi Vital. Wochenkurier. Hier sind Sie zu Hause.